Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Folgendes, wir haben ein neues Reaction-Video und zwar, da steht's es. King Kitschi. So heißt der Channel. Diese Dame zeigt uns heute ihre Tattoos und ich würde sagen, wir gucken uns die mal an und bewerten die und gucken mal, wir gucken uns die einfach an, ob die gut gestochen sind oder nicht. Da gibt es jetzt keine Bewertung wie Zeugnisse damals in der Schule, da sind wir raus, aber gut, okay und schlecht, ne? Sache vorab, könnte ein bisschen lauter heute sein, ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört. Ne, hört er nicht. Der Rechner arbeitet ein bisschen schneller, weil ich gerade nebenbei ein Video render. Ja? Das Video kriegt Ränder, richtig. Ist vorher ein Kreis, jetzt kriegt es Ränder, wird eckig. So, legen wir los. Fangen wir mal an, gucken wir mal rein, wer die Dame ist. Ich bin wie ihr halt, ich kenne das Video nicht. Ich habe kurz eine Minute reingeguckt, um zu gucken, ob es interessant genug ist oder nicht. Also sprich, nicht, dass da jetzt irgendwie, gibt es so Leute, die machen Clickbaits, also sprich, da steht jetzt zum Beispiel hier bei King Kitschi steht ja, ich habe ein Gesichtstattoo und nicht, dass es da irgendwie nur 3 Sekunden vorkommt und der Rest des Videos ist irgendwie zum Beispiel Werbung oder sowas. Deswegen muss ich da vorher natürlich ein bisschen reingucken, ne? Also damit ihr wisst, realmäßig hier alles läuft hier ab. Ich kenne es genauso wie ihr nicht so, nicht, dass es hier heißt, ich habe vorgeschmult oder weiß ich was, ne? So, starten wir mal. You look a quatsch. Ja, ist richtig cool, ich will auch so ein Intro haben, also nicht so ein rosa, aber wer kann mir so ein Intro machen? Ich will es unbedingt haben, ich hätte gerne so ein Intro, das würde mich total begeistern und glücklich machen. Wer da draußen sowas kann, der meldet sich bitte bei mir, gibt natürlich auch einen kleinen Obolus, gibt kein Problem, oder ich markiere ihn hier irgendwo, ist doch alle dir kein Problem, schreibt mir, sagt mir Bescheid, ob bei Insta, zack, wisst ihr Bescheid. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach 5 Monaten bin ich endlich auch wieder am Start. Nicht wundern, ja, ich bin im Badezimmer und ich bin ein bisschen erkältet, aber ich dachte, ich drehe heute trotzdem ein Video von euch. Und zwar, viele haben gefragt, was für neue Tattoos ich bekommen habe in den letzten Jahren. Und ich habe schon 2 Parts gemacht. Wenn ihr die nicht kennt, dann geht auf jeden Fall unten in die Infobox. Dort habe ich... Okay, verdammt. Ich glaube, sie hat noch mehr Parts, wo es sich anscheinend um Tattoos dreht. Na, dann gucken wir doch mal, ob danach noch was Gescheites dabei ist, wa? Alle verlinkt, alle Videos, die ich schon mal gemacht habe. Und ja, dann fangen wir schon mal an. Ich habe die Reihenfolge tatsächlich... Wieso gehen Frauen immer durch ihre Haare? Warum? Habt ihr es gerade gesehen? Sie hat gerade den Kamm gemacht und geht denn so durch ihre Haare. Warum? Warum macht man das? Vergessen, aber ich erzähle einfach zu all meinen Tattoos was und dann wisst ihr Bescheid. Also, ich fange an mit... Okay, also wie wir sehen können, sie hat diese typischen Finger-Tattoos, also auf jeden Fall ganz typisch, haben ganz viele da draußen, würde ich keinem empfehlen, ist die Krone. Die Krone, weil die hat wirklich jeder. Ist für einen Finger, muss ich sagen, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, trotzdem sehr gut gestochen, weil Finger sind richtig scheiße zu tätowieren, Heilungsprozess und da müsste man gegebenenfalls öfters rüber gehen, es sei denn, du bist jetzt wirklich spezialisiert darauf und machst täglich Finger und Hände. Dann kann ich dir sagen, dann funktioniert das auch beim ersten Mal. Sie hat hier vorne Punkte drin, die sind eigentlich, muss ich sagen, sehr gut gesetzt, also sprich gut gedottet. Also Dotwalk. Also wenn es jetzt nicht frisch ist, das Tattoo, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber wenn ich mir die Krone angucke, die ist abgeheilt. Denn ich sehe hier so ganz leichte Blow-Ups. Das ist aber alles, ey, das sind Finger. Glaubt mir, bei Finger könnt ihr nicht zu 100% gute Qualität erwarten. Das könnt ihr einfach nicht. Nicht bei Finger. Funktioniert nicht wirklich. Weil immer in Bewegung, ständig hier die ganzen Falten auch. Das ist immer in Bewegung. Die Wunde kann nicht schließen und vernünftig heilen. Keine Chance. So, aber die Punkte hier vorne sind echt gut. So, weiter. Meine Krone am Finger. Ja, ich finde, Krone ist irgendwie selbstverständlich so. Ich bin halt so eine kleine Prinzessin, Königin. Ich mag das so behandelt zu werden, als wäre ich halt eine Königin. So, ich glaube, das möchte jede Frau. Dann habe ich mein Sternzeichen. Das ist also die andere Hand. Da hat sie auch nochmal die Punkte. Was sagt das? Heißt das irgendwas? Ich habe keinen. Von diesen Punkten habe ich leider keine Ahnung. Hier unten ist ihr Sternzeichen. Ja, kann man auch machen. Da kann man auch sehen, die eine Linie ist nicht wirklich drin. Auch wieder ein bisschen Blow-up-mäßig. Oh, das Herz, muss ich sagen, ist schon ein bisschen dicke.
Das Herz ist schon sehr dick. Entweder war das mal ganz zart drauf und es hat ihr nicht gefallen, weil es hier und da rausgebrochen ist und dann mal wieder ein bisschen dicker war. Und sie hat gesagt, mach das mal anschließend noch mal ein bisschen dicker und dann ist es halt zum riesen Blow-up geworden. Oder sie wollte es von Anfang an so dick haben und ist es dann trotzdem noch verlaufen. Eins von den Sachen wird es sein. Sternzeichen ist Libra. Habe ich tätowiert. Was, Libra? Libra? Weil ich an so einer Zeit... Ach, guck mal, die hat hier so eine Dermal Anchor. Wie heißt denn das jetzt? So eine Ausstands-Piercing sehe ich gerade. Ich glaube, ich lese ständig mein Sternzeichen, was für Sachen passieren können und so weiter. Da bin ich halt schon ziemlich aktiv. Okay. Dann habe ich... Das ist auch so ein Frauentick. Ist euch mal aufgefallen, dass alle Frauen irgendwie was mit Sternzeichen immer, infomäßig immer am Start sind? Ein C auf meiner Hand, das ist sozusagen ein Freundschaftstattoo, steht für Crew, meine Dame. Was steht für Crew? Das C ist auch hier ein bisschen dicker, hier wieder ein bisschen dicker, ja. Also an dieser Stelle kann es schon eher sitzen, ehrlich gesagt. Da ist zwar trotzdem viel Bewegung drin, aber nicht so faltig die Haut und nicht so hornhautmäßig belastet, sage ich jetzt mal dazu, sondern also die ist schon relativ weich. Je nachdem, wie viel du es auch eincremst und was du für einen Job machst und wie viel du mit deinen Händen tätig bist, entscheidet das auch alles mit, kann ich euch gleich mal an dieser Stelle sagen. Damalige Clique, wir sind nicht mehr zusammen, viele Fragen, nein. Okay, alles klar, sind nicht mehr zusammen. Also ist wieder so ein Tattoo, was man bereuen könnte. Generell, Leute, seid euch ganz sicher, Partner-Tattoos, safe, ob Freunde, zusammen oder noch irgendwas. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr das eines Tages bereuen wird. Sind wir nicht. Ob ich das Tattoo bereue, nein, tue ich auch nicht, weil es eine wunderschöne Zeit war. Und ich verstehe mich trotzdem mit allen in diese Truppe. Also so ist es jetzt nicht. Yes. Der war gut. Dann kommen wir zu meinem Handtattoo. Ja, was sehen wir hier? Ist jetzt ein bisschen verschwommen. Ich weiß nicht, ob das hier Dotwalk sein soll oder ob das einfach nur schattiert ausgemalt ist. Ja, ihr wisst schon, schattiert ist. Aber von der Linienführung her muss ich jetzt sagen, ist es eigentlich gut. Ja, auf jeden Fall. Doch, würde ich sagen. Also ich sehe es jetzt nicht so ganz toll, aber es ist schon gut. Dazu hat... Ah, doch, jetzt sehe ich es. Es ist gedottet, aber ganz schön eng beieinander gedottet. Aber es ist... Also doch, Linienführung finde ich eigentlich ganz gut. Hier ist es ein bisschen dicker, ey, aber wie gesagt, es ist Hand, ne? Also trotzdem muss es da perfekt sein, gar keine Frage. Aber... warte mal, hat sie die Mitte getroffen? Hier sehe ich doch schon wieder was. Da ist irgendwie was raus. Das ist aber alles normal. Das ist mitten auf dem Knochen. Und wie gesagt, ihr könnt das schon sehen, richtig faltig. Das heißt, da bricht Farbe als erstes raus und muss auch öfters nachgestochen werden. Okay, hier ist... Wir lassen einfach mal Mitte stehen. Es ist ein Mitteltattoo. Nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Krasse Bedeutung. Das habe ich einfach gemacht, weil ich das schön fand. Meine Tätowiererin hat das so rausgesucht, weil ich meinte, dass ich ein Handtattoo haben möchte. Und ja, dann meinte ich so, ja, das will ich unbedingt haben. Und dann haben wir das auch dementsprechend dann halt auch gemacht. Also hat keine großartige Bedeutung. Ach ja, ich... Manchmal habe ich das Gefühl, das kommt von einem anderen Planeten. Ich habe ein Gesichtstattoo, das vergesse ich irgendwie ständig, weil na, man sieht es ja jetzt nicht so oft. Weil du wahrscheinlich auch so wenig am Spiegel bist. Kaufe ich dir nicht ab. Als alle anderen Tattoos. So, da. Ach, die hat ja auch aufgespritzte Lippen, sehe ich gerade. Warum? Ey, das ist richtig innen gerade, ne? Es ist richtig innen gerade aufgespritzte Lippen zu haben. Aber jedem das Seine an dieser Stelle, ganz klar. Hier ist der Diamant. Ist ein Diamant. Ich kann es leider nicht erkennen, ob es gut ist oder nicht. Ja, ist schwer zu erkennen. Mein Gesicht. Vielleicht kommen wir gleich noch ein bisschen näher ran. Mal gucken, ob es das nochmal näher zeigt. Das Tattoo ist ein Diamant. Nee. Das hat die Bedeutung Shine Bright Like a Diamond. Also, wenn man sich like im Spiegel betrachtet, sollte man nicht vergessen zu funken, egal was für ein Scheiß passiert ist. Die erinnert mich ein bisschen an, heißt sie Chantal? Von diesem einen Film, Mann. Ja, hier diese eine, ich bin Chantal, wie heißt denn die? Wie heißt der Film, meine ich? Fuck, ich hab's vergessen. Immer funken und zeigen, dass man stark ist. Ja, dann habe ich auf meinem Fuß
habe ich... Wisst ihr, was ich meine? Dieses auf meinen Fuß. Aber das ist jetzt nicht böse gemeint. Oh, Handy. Oh. Ja, das ist hier und da raus aus den Stellen. Und manchmal wieder ein bisschen... Nee, das ist nicht gut. Da kann man aber nochmal rübergehen. Dann ist das alles gut. Top 10 von Cardi B. Viele kennen vielleicht das Lied. Knock me down 9 times, but I get up 10, bitch. Ja, das ist auch, wer Englisch kann, ich stehe aber 10 mal auf. Also ihr schubst mich 9 mal runter, aber ich stehe 10 mal auf. Coole Bedeutung. Das habe ich mir tätowieren lassen, weil ich in der Vergangenheit halt viel gemobbt wurde wegen meinen Social Media, dass ich das eh nie was erreiche, dass ich eh... An dieser Stelle, Madame, egal wie du hier wirkst, für den einen oder anderen, jeder darf auch so sein, wie er ist, aber zieh weiter durch. Eiskalt, zieh weiter durch. Scheiße bin und dies und das. Und deswegen habe ich mir das tätowiert lassen, weil egal wie oft Leute mich runtergeschmissen haben, ich bin immer wieder aufgestanden. Das ist sozusagen mein Lebensmotto, sage ich jetzt mal so. Auf meinen Arm habe ich eine Schlange. Okay, eine Schlange, auch so ein bisschen in diesem Linien-Oldschool-Stil. Mit einem Spinnnetz, glaube ich, sehe ich. Mit einem Auge. Ein Auge ist dabei. Und Rose. Und Rose. Ich finde, die Schattierungen hätten noch ein bisschen kräftiger sein können. Ich finde, der Kontrast ist nicht so ganz cool. So und so. Also es ist sehr hell und sehr altertümlich gestochen, sage ich jetzt mal dazu. Also es hebt sich nichts ab von allem, ne? Außer vielleicht ein bisschen das Auge durch die Augenbraue. Aber ich sehe das schon an der Augenbraue, die Füllung ist nicht richtig. Da kann man noch was machen draus. Das war halt so ein Wonder-Tattoo von einem Tätowierer. Ich habe es gesehen und ich habe mich einfach sofort verliebt und meinte halt, dass das einfach mein Tattoo ist. Das gehört einfach auf meinen Körper, weil die Schlange immer Auge machen. Das ist mein... Also manchmal schon echt cool, was ihr sagt. Also lustig. Die persönliche Bedeutung, was ich da interpretiert habe. Ja. Und dann habe ich... was habe ich da? Einmal Free Spirit, weil ich ein... Free Spirit, was? Was? Eine freie Seele. Doch, Spirit. Ach, schwer zu erkennen, Alter. Ist das abgeheilt? Das ist so schwarz, das ist frisch, ne? Ich machen kann, was ich will. Und niemanden habe ich zu beurteilen für das, was ich mache. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, ach, das war's schon. Okay, gut, dann können wir hier abbrechen. An dieser Stelle, ja, haben wir uns die Tattoos angeguckt von Kim Kitschi. Ja. Kim Kitschi. Das war sehr interessant an dieser Stelle. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich mehr vom Gesichtstattoo mitkriege. Ist so ein bisschen Clickbait schon. Also ist schon ein bisschen Clickbait. Ist jetzt nicht ganz hier, also ne? Es war zu wenig mit dem Gesichtstattoo. Obwohl, die hat eigentlich alles erzählt. Ja, aber ich hätte es gerne noch ein bisschen genauer gesehen. Hätte ein bisschen mehr die Kamera draufhalten können. Aber ja, was soll ich sagen an dieser Stelle? Mach weiter so, bleib so, wie du bist. Das sage ich auch immer so. Ich bleib so, wie ich bin und habe meine Meinung, die ich vertrete. Und andere draußen natürlich auch. Und an dieser Stelle, gib dem Video ein Däumchen nach oben. Abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Mann, ich kann es immer besser. Was ist denn da los, Mann? Siehst du, wie er sich entwickelt? Immer dranbleiben, ne? So wie King Kitschi. So, an dieser Stelle, haut da rein. Peace, bis deine Antenne.